Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe einen russischen Gast heute bei mir, beziehungsweise einen russischen Gast und eine russisch-deutsche Übersetzerin. Irina Lang kennen wir schon. Ja. Und Alexander Ponomaryov, habe ich das richtig ausgesprochen, ist der Name? Ja, korrekt. Okay. Er ist Wissenschaftler, Forscher und erforscht aus Namen, sozusagen Eigenschaften und Schicksale, oder kann er ablesen? Wie kann er aus Namen узнаёт о судьбе человека, о его жизни? Habe ich das richtig verstanden, dass man da auch Zukunft, die Zukunft auch ablesen kann? Да, в принципе, все можно. Ja, im Grunde genommen, ja. В общем, я родом с Украины. Александр ist aus der Ukraine. Er stammt aus der Ukraine. Oh, Entschuldigung, ja. Gut. Так, город Полтава. Сейчас живу в городе Полтава. Die Stadt Полтава. Получилось так, что я в молодости сильно болел. Es war so, dass in der Jugendzeit war Александр sehr krank. Врачи, в принципе, не могли ничем помочь. In Russland konnte man ihm überhaupt nicht mehr helfen. А так как я по образованию инженер-исследователь. Aber weil er der Ausbildung nach ein Forscher-Ingenieur ist. То есть у меня как бы в крови любопытство что-то изучать. Da hat im Blut schon Александр den Drang, irgendwas zu forschen, nachzuforschen. Ну, я решил как бы начать изучать человека, его тело. Und Alexander hat sich entschieden, zu den Menschen zu studieren, seinen Körper zu studieren. Но то, что я находил в источниках литературных там, то меня не удовлетворяло. Aber das, was er in den Büchern gefunden hat, in Literatur, das hat ihn nicht zufriedengestellt. Так как они не отвечали на основной вопрос, а почему человек заболевает? Weil diese Bücher haben die wichtige Frage nicht beantwortet, warum wird der Mensch krank? Was macht ihn krank? Ну, так как я исследователь, то начал изучать и как бы искать первопричину. Weil er Forscher ist, fing Alexander an zu studieren, zu suchen, nach der Frage, die Antworten zu suchen, was ist die erste Ursache für die Erkrankung? Ja. Ну, так как я еще немножко увлекался эзотерикой, философией. Zu damaliger Zeit hat er sich noch ein bisschen mit Esoterik beschäftigt und auch mit Philosophie. То у меня сразу возник такая мысль. Мир то как-то начал создаваться. Dann hat er sofort irgendwelchen solchen Gedanken, ähnlichen Gedanken bekommen. Irgendwie wurde die Welt geschaffen. И что первое появилось в этом мире? Und was war das Erste, was in der Welt gewesen war? Ну, сразу пришла мысль, что появилась вибрация. Der Gedanke kommt, dass das Erste, was gekommen ist, das war die Schwingung. In der Bibel heißt es ja, am Anfang war das Wort, also auch der Klang. Библия стоит, что вначале было слово, а слово это звук. Да, вот это как раз и подтолкнуло меня к осознанию, что первым было как раз звук слова. Das hat ihn auch, genau das hat ihn auch in die Richtung geführt. Ja, das erste, das war der Klang, das war das Wort. А так как я по профессии еще оптик. Und dem Beruf nach ist Alexander auch noch Optiker. А изучал оптику. Это типа интерференции, голография. Das war die Optik, Differenz, Optik und holographische Optik. То мне легко было перейти как бы пониманию, что такое звук и как он влияет на окружающий мир. Deswegen war für ihn verständnisvoll leicht zu verstehen, was ist der Klang und was ist die Schwingung. О, и вот когда я начал и изучать им слова, звуки, которые сопровождают эти слова, то начал обращаться внимание на алфавиты. Also Alexander hat angefangen, die Wörter und die Klänge zu studieren, hat er, war aufmerksam geworden auf das Alphabet.
Ведь человек пользуется изначально алфавитом, первичными звуками, которые расположены в какой-то последовательности. Denn vorerst benutzt man Alphabet, die Reihenfolge von den Buchstaben, die da sind. Я насобирал более сотни разных алфавитов. Und mehr als 100 verschiedene Alphabeten hat Alexander gesammelt. Сопоставлял, изучал. Er hat sie verglichen und durchstudiert. Но ничего такого полезного найти там не смог. Aber nichts Nützliches konnte er dort finden. Я понял, что нужно будет самому что-то делать. Er hat verstanden, er muss selber irgendwas machen. То есть построить алфавит самостоятельно. Also selbstständig ein Alphabet aufbauen. За основу я взял как бы вибрации природы. Als Grundlage hat Alexander die Schwingungen der Natur genommen. То есть тот, что первичное в природе. Das ist das, was als ursprünglich ist in der das erste in der Natur ist. А потом возник такой вопрос: а как этот алфавит строить? Dann hat sich Alexander die Frage gestellt, wie wird Alphabet überhaupt aufgebaut? Что взять за основу? Was soll man als Grundlage nehmen? Брать слова, а и слов много. Wenn man die Wörter nimmt, da sind das unzählige Wörter. И у каждого народа тот же предмет по-разному называется. Und bei jedem Volk ist derselbe Gegenstand zum Beispiel wird unterschiedlich genannt. И меня тут осенила мысль. У всех народов образы цифр, чисел почти одинаковые. Und Alexander hat so einen wichtigen Gedanken bekommen, dass die Ziffer bei allen Völkern sind gleich. И я обнаружил, что у многих народов они почти одинаково называются. Und noch Folgendes hat er festgestellt, dass fast bei allen Völkern heißen diese Ziffern auch fast gleich. Отличие только некоторыми звуками. Unterschied ist nur bei manchen Lauten. Но это можно как бы сразу осознать, почему. Das kann man auch verstehen, warum das so ist. Можно обратить внимание на если мы произносим в пустой комнате, полной, на берегу моря или в лесу, то то же самое слово звучит по-разному. Wenn man sich so vorstellt, wir sprechen in einem Raum, in einem leeren Raum, oder im Wald, oder irgendwo am Strand, dann ist der Klang, wie das Wort ausgesprochen wird, unterschiedlich für das Ohr. То есть пространство, территория как-то видоизменяет произнесенное слово. Demzufolge ist der Raum oder das Territorium, wo das Wort ausgesprochen wird, dass der Raum dann nimmt Einfluss auf den Klang des gesprochenen Wortes. Я начал как бы использовать цифры. Alexander fing an, die Ziffer zu benutzen. Цифры написываются каким-то словом. Und die Ziffer werden mit Worten geschrieben. В древности каждой буквы соответствовала числовой эквивалент. In alten Zeiten hat jedem Buchstaben ein Zifferäquivalent entsprochen. И заменяя буквы цифрами, и потом их суммируя, приводя к простому числу, я получал, должен был получить соответствие 1. Und Alexander hat sich die Aufgabe gestellt, indem er die Ziffer mit dem Wort, zum Beispiel 1 durch 1, ersetzt, als die Ziffer geschrieben und das Wort 1. Und wenn er diese Ziffer, die den Buchstaben entsprechen, dann addiert, dann sollte die Quersumme von Wort 1 auch die Ziffer 1 ergeben. А цифр у нас всего 10. Und wir haben nur 10 Ziffern. Значит, нужно всего проработать эти 10 цифр. Dann heißt es, dass nur diese 10 Ziffern sollten durcharbeitet werden. Чисел бесконечное множество. Zahlen hat man jede Menge, unzählige Menge. И мы их описываем цифрами. Und wir beschreiben aber die Zahlen durch die Ziffer. Как-то фиксируем. Die werden so fixiert, festgelegt. И вот когда я проиграл и начал играться так, перебирая цифры. Und als angefangen hat Alexander mit Ziffern sich zu beschäftigen. То стремясь получить соответствие 1 слово
цифровом эквиваленте должно быть единица равно или 5, 5 равно и так далее. Und indem er sich die Aufgabe, wie vorher erwähnt, gestellt hat, dass das geschriebene Wort 1 durch Ersetzung der numerologischen Ziffern die Quersumme 1 ergibt oder zum Beispiel 5 die 5 ergibt, er konnte lange nichts bekommen als Ergebnis. Es hat nicht so entsprochen, wie er sich die Aufgabe gestellt hat. Где-то 20 лет я как бы изучал всякие алфавиты, но ничего не мог построить алфавит, который соответствовал вибрациям природы. Ungefähr 20 Jahre lang hat Alexander sich damit beschäftigt und konnte die Antwort nicht finden, denn die Aufgabe für ihn wichtig war, denn laut dieser Aufgabe, die er sich gestellt hat, wenn er sich so erfüllen würde, würde dieses Alphabet den Schwingungen der Natur entsprechen. Oh, вот, встречая 2000-й год, Новый год, 2000-й. Und als Jahr 2000 Alexander gefeiert hatte, я решил попробовать свой родной язык. Hat er versucht, mit seiner eigenen Muttersprache zu arbeiten. У меня родной язык украинский. Seine Muttersprache ist die ukrainische Sprache. И, в принципе, празднование Нового года для меня пропало. Und als Alexander angefangen hat, damit sich zu beschäftigen, war Silvesterfeier oder das Neujahrfeier vorbei. Потому что мне удалось построить за эту ночь алфавит. Denn in dieser Nacht ist es ihm gelungen, dieses Alphabet, nachdem er so lange gesucht hat, zu erstellen, zu finden. Правда, он выстроился необычным способом. Ну, das wurde dann so aufgebaut, dieses Alphabet, könnte man sagen, auf ungewöhnliche Art und Weise. Не похожим таким, как мы изучаем в школе. Nicht ähnlich, nicht so und nicht, das hat sich nicht geändert dem, was man in der Schule lernt. У него другое расположение букв. Die Buchstaben stehen dort anders, als sonst man lernt. И если кто занимался нумерологией, то первая буква начиналась всегда А, первая позиция, единица. Und die Menschen, die sich mit Numerologie beschäftigen, da ist der Buchstabe A immer unter der Ziffer 1. А у меня началось Alphabet с позиции 4. Und bei Alexander fing an das Alphabet mit der Position 4 an. Но у меня получилось одно изумительное совпадение. Aber so ein wunderbarer Zufall ist dadurch geschehen. Во всех алфавитах мира есть такая последовательность KLM. Alle Alphabeten der Welt haben diese Reihenfolge. K, L, M im Alphabet. Никто не может пояснить, почему такое последовательность во всех алфавитах одинаковая. Und keiner kann erklären, warum eben diese Reihenfolge K, L, M wird in allen Alphabeten der Völker wiederholt. Ja, das ist die holländische Fluggesellschaft KLM, glaube ich, oder? Bitte? Das ist eine Fluggesellschaft, aber das ist ein Scherz. KLM. Общество там летает. Это шутка была. Ну, в принципе, очень близко. Aber sehr nah. Der Scherz ist sehr nah, sagt Alexander. Оказалось, у меня изумительное совпадение получилось. КЛМ по-арабски это означает говорить. Diese Reihenfolge KLM meint Alexander, das ist ein wunderbarer Zufall. In der arabischen Sprache bedeutet KLM sprechen. А по-украински калямкати это у нас обычное слово. Und auf Ukrainisch kalamkate, das heißt auch sprechen. А по вертикали расположились буквы, которые обозначают голос. Und может показать, Александр Федорович? Сейчас я покажу. Потому что не знает, какая вертикаль. Сейчас das ist in der waagerechte KLM. Und Alexander zeigt jetzt das Alphabet. Und in der senkrechte Linie, da sind die Buchstaben G, L, S. И в обратном порядке, если читать, означает слух. GLS, das ist Stimme, Holos. Und wenn man rückwärts liest, das ist SLG und das ist Slog und das bedeutet Silbe. То есть говорит голосом и слогами. Das heißt, man spricht mit Stimme und mit den Silben.
Вот алфавит такой у меня получился. So ist das Alphabet entstanden. Вот это знаменитый... Сейчас, нету ручки. Kein Stift. А ничего. Kann man trotzdem вот, КЛМ, тот знаменитый, который... Das ist, всех алфавитах последовательность. Ja, das sieht kyrillisch aus natürlich, ja. Mm-hmm. Ja, ja. Das ist dieses, diese Reihenfolge von KLM, auf Arabisch sprechen. Mm-hmm. Und das ist in jedem Alphabet der Welt. А вот это GLS, это голос. Und da sind diese Buchstaben GLS, голос oder Stimme. И в обратном порядке это слог. Und rückwärts wird das gelesen Slog. Начинается не с позиции единицы, а с позиции 4. Und wie gesagt, das Alphabet beginnt nicht mit Unterzahl 1, unter Ziffer 1, sondern unter Ziffer 4. Но самое интересное, что он стал алфавит симметричный вокруг буквы О. Und das Interessanteste ist, dass Alphabet symmetrisch ist um den Buchstaben O. И получается, что он как вих раскручиваться может. Dieses Alphabet kann so wie eine, wie ein Wirbel sich drehen. И, а так как у нас это вибрация, это тоже вих. Und die Schwingungen, das ist auch Verwirbelung. То есть само уже развертывание алфавита подсказывает, что это вибрация, это волна, которая распространяется как-то ближе. Dass dieses Alphabet sich drehen kann, das bedeutet, dass das die Schwingung ist, das ist eine Welle. Was kann man jetzt damit anfangen, wenn man... Что можно это начинать? Ну, да, вот это я сейчас хочу, это перейду. Оказалось, что этот алфавит вот в таком виде, который я построил, так он полностью соответствует... Например, структуре ДНК. Dieses Alphabet, das Alexander aufgebaut hat, wie das jetzt aussieht, entspricht vollkommen der Struktur der DNS. Когда я раскручу алфавит вокруг буквы О, wenn das Alphabet um Buchstaben O in die Drehung gebracht wird, also dass das wirbelt um Buchstaben O, он повторяет таблицу Менделеева. Dann wiederholt dieses Alphabet die Менделеев-Tabelle. И кроме того, показывает строение Вселенной. Und außerdem zeigt dieses Alphabet, wie das Universum aufgebaut ist. И еще полностью копирует нашу Солнечную систему. Das Alphabet ist die gleiche Kopie von unserem Sonnensystem. Как раз и он показывает вот эти энергетические выбросы, которые из Солнца идут. И через который проходит Земля. Und auch zeigt das Alphabet diese energetische Auswürfe von der Sonne. И показывает, что еще? Ну, через который проходит Земля. Diese Auswürfe, durch die Erde durchgeht. Это те моменты, когда электромагнит, то есть магнитные бури происходят. Das sind die sogenannten Magnet-Unstimmigkeiten. Sonnenstürme. Ja, ja. Ja. То есть алфавит как бы полностью привязался к природе. Das ist so, dass das Alphabet wie wenn vollkommen angebunden ist oder verbunden ist mit der Natur. Но кроме того, я с детства любил рисовать картины буквами и цифрами. Von Kindheit an mochte Alexander sehr gerne die Bilder zu zeichnen mit Hilfe von Buchstaben und Ziffern. Людям нравилось это. Den Menschen hat das gefallen. Но тогда я не понимал, для чего это я делаю. Damals hat nicht verstanden, wieso das tat. А вот сейчас я снова, когда этот алфавит сделал, я начал рисовать образы слов. Aber jetzt, wo schon dieses Alphabet entstanden ist, dann fing an, die Bilder der Wörter zu zeichnen. И оказалось, что в каждом слове имеет тот образ, который характеризует это слово. Und in jedem Bild, in jedem Wort gibt es dieses Bild, die Gestalt, die charakteristisch für dieses Wort sind. Вот та же фраза из Библии: Бог слово, слово Бог. Dieselbe Redewendung zum Beispiel: Gott ist Wort und Wort war bei Gott. У меня четко подтвердилось. Das hat sich bestätigt. Потому что прорисовался рисунок, Бог это как глаз. Da entstand das Bild, dass Gott sieht wie das Auge aus. И слово тоже как глаз. Und das Wort sah auch wie das Auge aus. Das Wort Wort sah auch wie das Auge aus. И с этого слова как бы капают две слезинки.
Und Sklase, Alexander Sklase. Aus diesem Auge konnte man sehen, wie wenn die Träne fließt. Есть такой миф у разных народов. Und bei verschiedenen Völkern gibt's Mythologien. Что Бог как око. Dass Gott ist wie das Auge. Пришел в пустоту, в хаос. Ist in die Leere gekommen, in Chaos. Что-то там совершить. Um da irgendwas zu schaffen. Он искал край этому пространству. Er hat gesucht nach dem Ende von diesem Raum. Устал. Остановился и заплакал. War müde, ist stehen geblieben und fing an zu weinen. Из этой слезы родился весь мир. Und aus dieser Träne ist die Welt gekommen, geboren. И не просто эта слезинка была, она раздвоилась на две части. Das war aber keine einfache Träne. Die Träne hat sich in zwei Teile geteilt. Одна водородная, одна литиевая. Ein Teil war aus Wasserstoff und der zweite Teil war aus Lithium. Из водородной родилось пространство и время. Aus Wasserstoff Träne ist Raum und Zeit geboren. А с литиевой все твердые предметы по этому пространству. Und aus Lithium sind alle harten Gegenstände in diesem Raum entstanden. То есть оказалось, что алфавит полностью как бы работает на вибрациях природы. Also das hat sich bestätigt oder herausgestellt, dass dieses Alphabet vollkommen mit Schwingungen der Natur arbeitet. Dann lassen Sie mich jetzt noch mal fragen, was kann man jetzt machen, wenn man das jetzt erkannt hat? Wie kann man es nutzen? Kann man jetzt, ich habe schon gefragt, Schicksale von Menschen oder kann man Menschen lesen, den Namen analysieren oder das Geburtsdatum? Да, я все понял, да. Я к чему начал про рисунки говорить? Потому что как раз рисунки показывают главный образ слова, что за ним стоит. Александр, wieso hat er angefangen, über diese Bilder zu erzählen? Weil die Bilder liefern die Information, was hinter dem Wort sich verbirgt. Мы часто произносим слово, но не знаем, а что за ним есть. Wenn wir die Wörter aussprechen, wir wissen nicht, was hinter dem Wort sich verbirgt. Когда я прорисовал слово в образе таком, wenn das Wort wird so als Bild gezeichnet, то часто он рисуется таким, как предмет есть. Dann oft wird das so gezeichnet, wie der Gegenstand zum Beispiel auch aussieht. Вот, например, возьмем свеча. Zum Beispiel das Wort Kerze. То сразу рисуется структура свечи, как она должна быть. Dann zeichnet sich die Struktur der Kerze so, wie sie aussehen sollte. И вот как раз благодаря таким рисункам можно делать много изобретений. Und dankbar diesen Zeichnungen kann man sehr viele Entdeckungen machen. В каждом слове уже несется конструкция, материальная конструкция, как оно должно проявиться в этом мире. In jedem Wort verbirgt sich die materielle Konstruktion, wie das sich in der materiellen Welt sichtbar machen könnte. То есть, прорисовав слово, сразу видишь, а как это нужно сделать. Wenn man das Wort gezeichnet hat, sieht man sofort in diesem Bild, wie man das bauen kann, wie man zum Beispiel ein Gerät bauen kann. Вот я взял, например, для примера запись звука. Zum Beispiel, als Beispiel, er hat zum Beispiel Worte genommen, Aufschreiben des Klanges. То сразу три варианта можно как бы модели конструкции сделать. Dann kann man drei Möglichkeiten des Modells oder dieser Konstrukte aufbauen. Записать на диск. Man kann das auf die CD aufnehmen. На ролик. Auf irgendwas, was rund ist, kommt jetzt der Begriff. Auf Zylinder. Или записать на пространстве любую конструкцию. Oder im Raum auf jede beliebige Konstruktion aufschreiben. Ну, на Zylinder мы уже прошли, это запись. Und, Александр Федорович, а как еще то, что вы видите в графике, расскажите, пожалуйста. Ну, сейчас я по графике перейду. Оказалось, что можно еще сделать интересным исследование. Прямо в слове. Man kann auch sehr interessante Forschungen machen, direkt aus dem Wort. Через слово можно изучать прошлое, настоящее и будущее. Durch das Wort kann man die Vergangenheit erforschen, die Gegenwart und die Zukunft.
а также энергетические и материальные составляющие und слова. Auch die energetischen und materiellen Komponente des Wortes. Кроме того, можно изучить некоторые психохарактеристики, которые несет это слово. Auch kann man die psychologischen Eigenschaften des Wortes auch dadurch erfahren. 108 как бы характеристик можно из любого слова получить. Aus jedem Wort kann man 108 Eigenschaften bekommen. То есть, если я беру, например, человека, wenn man zum Beispiel mit dem Menschen das verbindet, то используя фамилию, имя, отчество и дату рождения, dann indem man zum Beispiel den Vornamen, den Nachnamen, den Vornamen des Vaters und das Geburtsdatum nimmt, то оказывается, что те графики, которые строятся, они полностью соответствуют жизненному пути человека. Dann stellt sich, dann zeigt sich, dass diese grafischen Darstellungen, die aus diesen Wörtern entstehen, kann man vollkommen den Lebensweg des Menschen ersehen. Mhm. То есть те жизни уроки, которые у него были, экзамены. Man kann sehen alle diese Prüfungssituationen im Leben, Lehrstunden, wo man die Lehre macht, also in dem Sinne als Lebenslehre. Его достижения, периоды учебы. Die Ereignisse des Menschen, auch die Zeiten, wo man zum Beispiel lernen geht, Schule, Ausbildung. Все на этих графиках отображается. Es findet sich alles in diesen grafischen Darstellungen. Вначале я построил систему, которая работает из 108 уравнений. Am Anfang hat Alexander ein System aufgebaut, welches auf 108 Gleichungen beruhte. Но потом отказался от этого, упростил до 8 уравнений. Dann hat darauf verzichtet und hat nur до 8 Alexander verzichtet, bis 8 Gleichungen. Чтобы не перегружать человека той информацией, которую можно считать das любое слово. Das war absichtlich gemacht, damit der Mensch mit der gesamten Fülle der Information nicht überladen wird, weil da enorm viel Information drin. Кроме того, можно всегда посмотреть, чем человек должен заниматься в какой-то момент времени. Außerdem kann man aus diesen Matrixbildern ersehen, was kann dieser Mensch machen im Augenblick oder was sind seine sozusagen Gaben. С одной стороны, так можно сказать людей, что это фантастика. Einerseits kann man denken, das ist schon im Bereich der Fantasie. Но это не фантастика, а это те волновые процессы, которые мы сами являются волновыми процессами, окружающий мир тоже волновой процесс. Aber das ist keine Fantasie, das sind diese Wellengeschichten. Wir sind selber die Wellen. Просто нужно найти правильную точку отсчета. Man soll nur den richtigen Anhaltspunkt finden, von dem man das Ganze berechnet. И вот этот алфавит, который я создал, как раз и оказался той точкой отсчета, которая правильно дает информацию о событиях, которые в мире происходят. Und dieses Alphabet, das Alexander entwickelt hat, das ist aber auch gleichzeitig dieser Anhaltspunkt, mit dem man diese Berechnungen oder Matrixbilder anschauen kann. Irina, darf ich Sie mal fragen, hat er schon mal für Sie das Schicksal oder Ihren Namen und Geburtsdatum gelesen? Wie präzise oder was können Sie damit anfangen oder was war da, wo haben Sie gesagt, das stimmt oder das stimmt nicht oder wie genau ist das? Naja, vorerst war das mit Neugierde verbunden und mal schauen, wie es wird. Aber wo ich dann gesehen habe, dass das, was ich erlebt habe in meinem Leben, dass das alles sich auf dieser grafischen Darstellung findet, das hat mich vorerst irritiert. Ich konnte das kaum fassen, dass das möglich ist. Bis dahin, wenn Alexander zum Beispiel auch gesagt, die Momente, die nicht nur zum Beispiel mit der Lehre oder mit wann ich verheiratet war, aber die das Seelische betreffen, das war schon ergreifend. Ja, aber das, was gewesen war, das ist die eine Geschichte. Aber wenn er schaut zum Beispiel und sagt, wieso die Gaben nicht genutzt werden, dass die Seele zum Beispiel ist mit dieser Aufgabe gekommen und wünscht sich, dass das zum Beispiel in diesem Leben erfüllt wird, das macht auf manche Sachen schon Augen auf. Oder beziehungsweise
denke ich mir, besteht dadurch die Möglichkeit, ein bisschen nachzudenken. Ist das das, was Sie vornehmlich machen, dass Menschen zu Ihnen kommen und wollen etwas erfahren über ihr Leben und vielleicht finden Sie etwas, was eigentlich Ihre Seelenaufgabe ist und Sie machen es nicht? Passieren da so solche Entwicklungsprozesse? Kommen die Menschen zu Ihnen oder wie nutzen Sie das jetzt? Ist es ein как это приходят люди к вам, вот, например, на совет, за советом, чтобы что-то рассказали. Меня спросил, что как это у меня было, как я это, ну, когда вы или вы мне это делали, как я к нему относилась, а вот люди приходят к вам, ну, как оно реализуемо? Да, люди ко мне приходят, иногда посмотреть как бы свое предназначение. Ja, die Menschen kommen zu Alexander. Das ist so, wie wenn sie kommen, um zu erfahren, was ist denn ihre Bestimmung. Потому что люди как бы ищут себя, а найти не могут. Das ist so, wie wenn die Menschen suchen nach sich und können sich nicht finden. А так как человек только сказал «А»? Und weil der Mensch sobald bei der Geburt «А» Он сразу включился в этот процесс, который описывается алфавитом. Dann wird der Mensch wie eingeschlossen in den Prozess, welcher mit dem Alphabet verbunden ist. Одно только нюанс, мне легко работать с мужчинами. Das Alexander meint, das ist so ein Nuance oder so, so eine Situation, dass ihm leichter fällt, mit Männern zu arbeiten. Они не меняют фамилию имени. Sie verändern ihren Namen nicht, Nachnamen nicht. А женщина меняет, то, соответственно, нужно искать, чтобы были эти графики ей соответствовали. Die Frauen verändern ihren Namen, gemeint ist die Heirat, und daher muss man dann schauen, dass korrekt diese grafische Darstellung auch vorbereitet wird. Kann man jetzt nicht nur, also nicht nur Menschen, sondern eben die gesamte Schöpfung quasi lesen, kann man kann er was, etwas sagen über diese Zeit, über die Zukunft, das, was Schicksal uns bevorsteht? Можно посмотреть, как будет будущее Земли. Можно. Ja, natürlich kann man. В словах это все есть. Das befindet, die gesamte Information befindet sich in den Wörtern. Können Sie uns ein bisschen was erzählen, was Sie jetzt für die Menschheit insgesamt als Entwicklung sehen? Ну, сейчас, если на этот вопрос отвечать, так, с одной стороны, тяжело, а с другой легко. Einerseits, wenn diese Frage beantwortet sein sollte, ist es schwer, andererseits aber auch leicht. Бог не создавал плохого. Gott hat nichts Schlechtes geschaffen. Он делал только хорошее. Er hat nur das Gute geschaffen. А только люди привносят туда своими поступками какие-то негативные моменты. Nur die Menschen mit ihren Verhaltensweisen bringen irgendwelche negative Augenblicke in die Welt. И вот когда я анализирую события, например, для страны или для города. Wenn Alexander analysiert zum Beispiel die Ereignisse für das Land oder für eine Stadt, то выстраивается древо возможных вариантов. Dann baut sich auf so eine Art Baum oder Stammbau verschiedener Möglichkeiten. Но там есть один оптимальный путь, который как бы природе должен произойти. Und es gibt dort einen optimalsten Weg, der in der Natur zustande kommen sollte. Но человек и свободная личность, Бог дал ему свободу. Der Mensch ist eine freie Persönlichkeit. Gott hat ihm die Freiheit gegeben. И он может выходить за пределы этого допуска колебаний. Und deswegen kann der Mensch abweichen von dem Weg. Aber es gibt bestimmte Daten, wo bestimmte Energien sehr hoch sind, dass etwas sich verändert. Energie, у каждого человека свои. Jeder Mensch hat eigene.
То есть, вот так сказать, что для всех будет одна, нельзя. Pauschal zu sagen, für alle ist das gleiche Datum, kann man nicht sagen. Nee, ist klar. У меня не было ни одного графика, который повторился. Er hat bis jetzt noch kein einziges grafisches Bild, wo sich das wiederholen sollte. У каждого свой путь, у каждого свое предназначение. Jeder hat seinen Weg und jeder hat seine Bestimmung. Но всегда можно посмотреть, а как люди взаимодействуют между собой. Aber man kann immer schauen, wie die Menschen untereinander, aufeinander abgestimmt sind. Wie ist diese Einstimmung? Можно посмотреть, а какие вибрации в природе и как человек на эти вибрации реагирует. Man kann schauen, wie sind die Schwingungen in der Natur und wie reagiert der Mensch auf diese Schwingungen? Вот, например, вибрации этого года были это Человек познай себя и полюби ближнего. Die Schwingungen zum Beispiel dieses Jahres waren: Mensch, erkenne dich selbst und liebe deinen Nächsten. Это как бы Бог запланировал. Das ist das, was Gott geplant hat für dieses Jahr. Но человек свободный, он может варьировать, выбирать разные пути. Aber der Mensch ist frei und kann natürlich gerne abweichen und von dem Weg und eigenen Wegen folgen. Но там, где графики пересекаются, это момент, когда как бы природа спрашивает человека, а ты сделал то или не сделал. Und in diesen grafischen Darstellungen gibt es so Überkreuzungen der Wege. Und das sind die Knotpunkte, wo die Natur den Menschen fragt, hast du deine Bestimmung gefolgt? Fühlst du das? И вот тут получается, что природа дает человеку урок. Und bei solchen Fällen ist es so, dass die Natur wie wenn so die Lehre dem Menschen erteilt. Уроки разные, у каждого свои. Es gibt verschiedene Lehren bei jedem Menschen. Но человек должен эти уроки пройти. Aber der Mensch muss diese Lehrstunden einfach durch. Но иногда бывают уроки такие, что человек не выдерживает и уходит в мир иной. Aber manchmal sind das solche Lehrstunden, dass der Mensch das nicht mal ertragen kann, dann verlässt diese Welt und geht in die anderen Welten. Вот вибрации следующего года. Die Schwingungen des nächsten Jahres. Это посмотри в зеркало на себя. Das heißt, schau auf dich in den Spiegel hinein. Если ты соответствуешь своему предназначению, значит все нормально. Wenn du deiner Bestimmung entsprichst, dann ist alles normal. Если нет, значит будут уроки, экзамены. Wenn nicht, dann wird man Lehrstunden bekommen oder die Prüfungen. Посмотрите, какие уроки у человека будут. Это нужно вибрации года сопоставить. С личными вибрациями человека. Um zu schauen, welche, was bei den Menschen wird, zum Beispiel zu bestimmtem Zeitraum, dann nimmt man die Schwingungsfrequenz des Jahres und die Schwingungsfrequenz des Menschen und schaut, wie die aufeinander eingestimmt sind. Kann man zum Beispiel Krankheiten auch sehen? Ist das eine Prüfung? Oder ist das sehr genau? Да, можно предположить, какие заболевания, в принципе, человека может быть. Man kann auch zum Beispiel vorstellen, welche Erkrankungen können sein. Наши, oder welche Art Erkrankungen? Вот этот алфавит полностью соответствует нашему позвоночнику. Dieses Alphabet entspricht vollkommen unserer Wirbelsäule. От буквы А до буквы Я. Von Buchstaben bis Ja-Buchstaben. И можно сразу предположить, какие органы сильные, какие слабые. Und durch diese Analyse kann man sehen, welche Organe stark sind und welche geschwächt sind. А если человек не выполняет свое предназначение, значит эти органы будут как-то отвлекаться. Und wenn der Mensch seine Bestimmung nicht folgt, dann werden bestimmte Organe darauf auch dementsprechend reagieren. Одни органы будут перевозбуждаться, Manche Organe werden überstimuliert, тормозиться. Und die anderen werden wie gebremst. Кроме того, оказалось, что начертание цифр взято не случайно. Und außerdem hat sich herausgestellt, dass die Schreibweise der Ziffern ist auch nicht zufällig. Sie entsprechen der Form der inneren Organe des Menschen. То есть, если печёнка восьмёрка, то восемь. Если желудок тройка, то есть форма, ну, совпадает. Zum Beispiel, die Leber ist unter Ziffer 8 und dieses 8 noch geteilt in der Mitte, das sieht wie Leber aus. Oder Magen unter der Ziffer 3 und die 3, das ist die Speiseröhre
und der Magen. Also die Darstellung der Ziffer sieht so aus, wie die Organe aussehen. Wie ist das nun, wenn Menschen zu Ihnen kommen? Ist das mit der Erwartung wie bei einer Wahrsagerin oder einer Astrologin oder so? Oder was erwarten die Menschen, wenn sie zu Ihnen kommen? Nein. Я как исследователь веду. Потому что предсказать или что-то посоветовать человеку, в принципе, невозможно. Vorausschauen oder irgendwas dem Menschen zu empfehlen, das ist im Grunde genommen unmöglich. Но есть самый оптимальный путь, который Бог начертал человеку пройти. Aber es gibt den optimalsten Weg, den Gott für den Menschen vorbestimmt hat. И вот если человек будет по этому пути идти, то он будет жить вечно. Und wenn der Mensch diesem Weg folgen würde, würde er ewig leben. Gibt es zum Beispiel, das wäre ja auch nützlich, wenn zum Beispiel Politiker für ihr Land fragen würden, was wäre der ideale Weg für dieses Land? Wird das genutzt? В принципе, возможно. Ja, das ist im Grunde genommen ist es möglich. Но Politik – это интересное слово. Aber das Wort Politik ist auch schon ein interessantes Wort an sich. Оно как бы имеет две полярности. Das hat zwei Polaritäten. В основном это образ рисуется гильотина, который обрезает жизненные пути человека. Also als Bild sieht das so aus wie eine Guillotine, die die Lebenswege des Menschen beschneidet. И обратная сторона – это альтруист, который трудится для блага человека, про себя забывая. Die Rückseite dieses Wortes ist ein Altruist, der arbeitet für die anderen und sich selber vergisst. Но альтруиста у нас сейчас, в принципе, нету политиков. Aber heutzutage bei den Politikern selten findet man Altruisten. Через то они не будут выполнять ту золотую середину, которую Бог начертал. Deswegen werden sie auch diese goldene Mitte nicht erfüllen, die Gott für sie vorbestimmt hat. Часто ко мне приходят люди, которые хотят организоваться, что-то делать. Kommen oft auch zu Alexander kommen auch Menschen, die gemeinsam irgendwas machen möchten. Я беру их данные, увожу в компьютер. Er nimmt die das Datei, also die Datei, also mit Namen, Vornamen und Datum zusammen. И сразу вижу, как они будут работать. Und dann kann er sehen, wie die miteinander zum Beispiel arbeiten können. И можно распределить обязанности на какой-то период, кто чем будет заниматься. Man kann auch die Pflichten zum Beispiel bei diesen Menschen verteilen für bestimmten Zeitraum, wer wofür zuständig sein sollte. Чтобы самое оптимально они выполнили свою задачу. Damit diese Menschen auf optimalste Art und Weise ihren Aufgaben nachfolgen können. Ist das für Firmen dann ja besonders interessant, wird das genutzt? Для предприятий? Да, ко мне приходят. Ja, natürlich, das wäre sehr schön. Но в основном я могу сейчас, программа у меня сделана, то, что я могу анализировать всего до 10 человек. Er hat ein Programm entwickelt, das bis zu 10 Menschen gleichzeitig analysieren kann. Но это самое оптимальное количество людей, 7-10 человек, чтобы друг другу не мешали. Das ist auch die optimalste Zahl der Menschen, die miteinander arbeiten, damit keiner den anderen stört. Dieses Programm, ist das jetzt in einem Computer? Kann man das nutzen oder können nur Sie das? Она сделана в виде исследовательского. Er hat das als Forscher gemacht, dieses Programm. Я ее не делал так для широкого потребления. Er hat dieses Programm nicht für das weite Feld gemacht. Но те, кто у меня обучились, этой программой пользуются. Aber die bei Alexander gelernt haben, die benutzen dieses Programm. Das wäre die nächste Frage. Also Sie bilden auch Leute aus? Es gibt Seminare oder Ausbildungen? Вы учите людей, вы даете семинары им? Ну, я так, это, как бы, не семинары даю. Ко мне домой приходят те, которые интересуют эта тема, и я их обучаю. Ну, мы тоже у вас были. Er nennt das nicht als Seminare, aber die Menschen kommen zu ihm, die lernen wollen, das bringt denen bei. Потому что обучить массово людей, это, в принципе, нереально. Weil massenhaft den Menschen das beizubringen, das ist nicht real. Хотя это касается только взрослых. Das kann Alexander nur über die Erwachsenen sagen. И с детьми очень легко работать. Mit den Kindern ist es sehr leicht zu arbeiten. Они ухватывают сразу и сразу начинают работать. Sie können sofort das auffangen und sofort damit arbeiten. Вот, например, недавно я
детям как раз рассказывал о том, о немецких названиях цифр. Vor kurzem hat Alexander den Kindern über die deutschen Benennungen der Ziffern erzählt. Ведь мне безразлично, на каком языке написаны слова. Denn für Alexander ist vollkommen egal, in welcher Sprache die Wörter aufgeschrieben sind. Мне главное, как они звучат. Für ihn ist wichtig, wie die klingen. И вот когда я прорисовал вот эти назвы цифр от 0 до 10. Und als er diese Namen für die Ziffern aufgeschrieben hat von 0 bis 10, то они увидели, как мир начинал, как мир возник, как он развивается и до чего он дойдет. Da haben die Kinder sofort gesehen, wie die Welt aufgebaut wurde, wie sie sich entwickelte und wo es hinführt, diese Welt. Also diese deutsche die Welt oder es war ja die deutsche Zahlen oder wie? Nee, немецкие слова или что-то? Это слова 1, 2, 3. Das sind diese Wörter 1, 2, 3. Und da ist die ganze Welt sozusagen. Ja, sieht man das. Okay. То есть это в этих словах даже вот это немецкие, не чисто украинские, а немецкие слова заключен глубокий философский смысл. In den deutschen Namen für die Ziffern verbirgt sich ein sehr tiefer philosophischer Sinn. От того момента, как мир создавался. Da sieht man dort die Zeit seit Anbeginn der Welt. Как происходит возникновение яйца? Wie zum Beispiel das Ei entsteht? Как появляется человек? Wie der Mensch erscheint? С какой программой? Mit welchem Programm kommt der Mensch auf die Welt? И предназначение, для чего человек этому миру. Und die Bestimmung, wieso braucht die Welt den Menschen? И это всего в 10 словах, которые описывают цифры. Und das Ganze befindet sich nur in diesen 10 Wörtern, die Namen der Ziffern bezeichnen. Берешь любую фразу, и с нее можно построить какой-то объект, какую-то вещь, которую можно использовать в реальности. Also, jede Redewendung, egal was man da nimmt, ein Wort oder paar Wörter, man kann sofort, можешь du, wie ich Alexander Fröbel? Построить объект. Man kann ein Objekt aufbauen. И посмотреть, как ihn можно пользоваться. Und kann man schauen, wie kann man das benutzen, zu welchen Zwecken. То есть там... Вы же тоже сделали прибор, Александр Федорович. Ну, сейчас давайте я скажу про это. У меня так сложилась ситуация, что пришлось изучать медицину. Александр, bei Александр war die Situation so, dass Medizin studieren musste. И я обнаружил некоторую закономерность. Und hat eine Gesetzmäßigkeit entdeckt. И используя эту закономерность, я... В общем, создал прибор. Und weil diese Gesetzmäßigkeit, mit Hilfe von dieser Gesetzmäßigkeit, hat ein Gerät entwickelt. На который получил патент. Das Gerät wurde patentiert. Этот приборчик создает гармоничное поле внутри человека. Dieses Gerät baut harmonisches Feld im Körper des Menschen. И все негативные сущности, паразиты, которые поселяются в нашем теле, они покидают. Und alle negative Wesenheiten, Parasiten, die im Körper des Menschen sind, die verlassen dann nach der Behandlung den Körper des Menschen. Ist das ein Gerät, das auf elektromagnetischen Frequenzen basiert? Oder это электромагнитные эти волны или что-то? Это, скажем, похоже на электромагнитные волны. So ähnlich wie электромагнитischen Wellen. Это как бы статические заряды, das sind statische Ladungen, которые пульсируют. Die pulsieren. Но они пульсируют особенно, они не вокруг нуля пульсируют. Sie pulsieren besonders, sie pulsieren nicht die Null, а в положительный как бы потенциал. Sondern in positivem Potenzial. И вот они создают вот это положительное поле, которое, dadurch wird das positive Feld geschaffen, которое неприятно для паразитов. Und dieses positive Feld ist für die Parasiten unangenehm. А вообще паразиты приходят питаться только негативной энергетикой. Und die Parasiten kommen nur zu den Menschen, sich von der negativen Energie zu ernähren. Как я обнаружил, что любой паразит питается негативными мыслями человека. Александр hat beobachtet, dass die Parasiten ernähren sich mit negativen Gedanken des Menschen.
Как только человек негативно что-то о чем-то подумал, паразиты тут и тут возле него. Wenn der Mensch was Negatives denkt, dann sofort erscheinen auch die Parasiten in ihm. Их предназначение вот эту негативную мысль нигилировать. Die Bestimmung der Parasiten ist, diese negativen Gedanken zu eliminieren. Но человек это не понимает и кормит этих паразитов. Aber der Mensch versteht es nicht und füttert die Parasiten. И получается заболевает. Und dann entsteht die Erkrankung. И вот этот приборчик не убивает паразитов. Dieses Gerät, das Alexander entwickelt hat, tötet die Parasiten nicht. Он создает условия неблагоприятные для их развития. Es schafft nur die Bedingungen, die für die Parasiten unangenehm sind. О, но самое интересное то, что это люди, которые пользуются этим приборчиком, обнаружили, что он помогает и животным. Das Interessante ist, dass die Menschen, die diese Geräte benutzen, beobachtet haben, dass das auch den Tieren hilft. То есть, оказывается, негативные мысли есть и в животных. Vielleicht ist es so, dass negative Gedanken haben auch die Tiere, sagt Alexander. Wäre es dann nicht auch eine Möglichkeit, wenn man sich das bewusst macht, dass man einfach wenn man krank ist, dass seine Gedanken positiv verändert und diesen Parasiten nicht mehr nährt. Это возможно, если человек, например, больной, начинает позитивно начинает думать и тогда не кормит этих паразитов? Все правильно, да. Ja, das ist korrekt, das ist richtig. Можно, я вообще вот этот приборчик называю костылем. Alexander nennt das Gerät im Grunde genommen Krücken. Потому что человек должен сам своими мыслями научиться себе помогать. Weil der Mensch selber mit seinen Gedanken soll sich helfen, dass er ohne dieses Gerät auskommen kann. Also nur ein Hilfsmittel, ein Werkzeug erstmal. Ja, ja. И вот, когда люди ко мне приходят на консультацию, und wenn die Menschen zu ihm zur Beratung kommen, то я им советую, как оптимально поступать в этой жизни. Dann kann er nur die Empfehlung geben den Menschen, wie wäre das auf optimalsten das Leben zu gestalten. И графики подсказывают самый лучший вариант им помощи. Und die Bilder dieser grafischen Darstellungen, die zeigen die optimalsten Mittel und Wege, wie das erfüllt sein könnte. Но есть маленький нюанс. Aber gibt es kleine Kleinigkeit? Abweichungen. Человек должен как бы выполнять тот путь, который начертан Богом. Der Mensch sollte folgen dem Weg, der vom Gott vorbestimmt ist. А если возникли какие-то проблемы, отклонения от этого пути? Und wenn sind Probleme entstanden, das sind die Abweichungen von diesem Weg. То четко реагирует на те сигналы, которые природа посылает человеку. Dann sollte man schon klar reagieren auf die Signale, die Natur ihm schickt. И вот по графикам видно, какие сигналы, в принципе, человек будет получать. Und auf diesen Grafiken kann man sehen, welche Signale wird der Mensch bekommen, von der Natur bekommen. И вот я человеку говорю, обрати на то-то, то-то внимание. Dann sagt Alexander, du sollst achten auf das, auf jenes. Но кроме того, человек должен делать какие-то упражнения, какие-то аффирмации, мысли. Aber außerdem sollte Mensch auch irgendwelche Übungen machen, Affirmationen oder Gedanken pflegen. Чтобы как бы себя освободить от этой болезни. Sich von der Erkrankung zu befreien. Но для этого нужно ему делать где-то до 40 дней. Und das sollte der Mensch 40 Tage machen, 40 Tage lang ohne Unterbrechung. Но у нас люди не выдерживают и недели. Aber manche können nicht mal eine Woche aushalten. И получается, все возвращается Und назад. Und daher kehrt oft das wieder zurück. Кроме того, люди забывают, что существует правило бумеранга. В каждом слове есть бумеранг. Und die Menschen vergessen, dass so eine Bumerang-Regeln gibt, dass jedes Wort auch funktioniert nach Bumerang-Regeln. Dass das, was man in die Welt aussendet, kommt zurück. Произнес, и оно возвращается. Hat man was ausgesprochen, das kommt dann wieder zurück. Но самое интересное, усилия возврата в 7 раз больше, чем я послал. Das Interessante ist aber, dass das, was zurückkommt, ist siebenfach größer als das, was man in die Welt ausgesendet hat. Это в каждом слове. Und das ist bei jedem Wort so. И вот человек начинает, например, произносить хорошие слова. Und wenn der Mensch beginnt, gute Worte auszusprechen, он усиливает свое здоровье. Dann verstärkt seine Gesundheit. Ну, соответственно, also, и другим людям. Achte auf deine Worte, sie werden Gedanken werden Taten. Wahrscheinlich да. Да. Вот я участвовал, когда был студентом, я участвовал в экспериментах. Als Student war, hat Experimente an Experimenten teilgenommen.
мы заходили в пустую комнату и произносили некоторые слова. Die Studenten kamen in leeren Raum und sollten bestimmte Wörter aussprechen. И вот когда мы произносили хорошие такие слова, то откуда-то появлялась сила, и тот, который не мог подтянуться на турнике, подтягивался. Und wenn die Studenten gute, schöne Worte ausgesprochen haben, dann einer der Studenten, der sehr schwach war und konnte, wie nennt man das so, wo man sich so, konnte gar nicht machen, mit Hilfe nur von diesen Wörtern hat er Kraft gehabt, diese Übung zu machen. А вот и те люди, которые произносили грубые слова. Und die Menschen, die grobe Wörter ausgesprochen haben, у некоторых где-то после 200-300 произнесенных раз слова, и некоторые теряли даже сознание. Da war so, nachdem man 200-300 Mal diese grobe Wörter wiederholt hat, da haben manche der Studenten, waren manche der Studenten dann bewusstlos, als Reaktion darauf. Ja. Кроме того, на слова реагирует все, что нас окружает. Außerdem reagiert auf die Wörter all das, was uns umgibt. Yeah. Даже на наши поступки, которые мы совершаем. Und auf unsere Verhaltensweisen. Потому что поступку предшествует наша мысль. Weil bevor man was getan hat, war vorher schon der Gedanke. А мы мыслим словами. Und wir denken mit den Worten. А на ментальном поле слова еще сильнее влияют. Auf der mentalen Ebene haben die Wörter natürlich noch stärkere Wirkung. И вот часто у человека бывает, что он зацикливается на каких-то фразах, и у него возникают проблемы. Und oft ist so, dass der Mensch an irgendwelchen bestimmten Gedanken haftet und das kann zu Problemen auch führen. Ja. И вот я, например, беру фамилию, имя, отчество и дату рождения. Und Alexander nimmt Namen, Vornamen und Geburtsnamen des Menschen. И показываю человеку, как эта энергетика этих слов течет по его телу. Und zeigt dann dem Menschen, wie die Energie dieser Wörter durch den Körper fließt. И если человек ее эту энергию как бы начинает пропускать через себя в той последовательности, то он себе помогает. Und wenn der Mensch die Energie in der Reihenfolge, wie gezeigt wird, auch durch sich durchlässt, dann hilft das auch dem Menschen. Кроме того, я всегда советую людям делать четыре действия. Alexander empfiehlt den Menschen, vier Handlungen auszuüben. Это петь. Singen. Играть на музыкальных инструментах, spielen, движение, Bewegung, и хорошо говорить. Und schön sprechen. Хорошо говорить подразумевается не о том, чтобы так, как диктор или как артист говорить. Mit schön zu sprechen ist gemeint nicht so wie ein Diktor zu sprechen oder wie ein Moderator zu sprechen oder wie ein Schauspieler. А посылать пространство энергию любви, радости, счастья. Sondern in den Raum, in die Umwelt, die Energie der Liebe und des Glückes auszusenden. Ich glaube, es fällt sehr auf, wenn man flucht zum Beispiel. Wenn man jung ist, dann merkt man, das ist eine sehr negative Energie. Aber man gewöhnt sich dran und irgendwann flucht man auch. Aber wenn ich schimpfe, dann merke ich, das ist nicht gut. Fühlt sich nicht gut an. Все правильно, да, потому что наши мысли – это энергия. Ja, weil unsere Gedanke ist auch Energie. Ей можно сильно кому-то и навредить. Damit kann man auch sehr großen Schaden den anderen hinzufügen. Но тут маленький нюанс есть. Aber hier gibt es wieder eine Kleinigkeit. Навредить можно тому человеку, который готовый к этому влиянию. Schaden kann man dem bringen, der bereit ist oder empfänglich ist für diese Einflüsse. То есть подобное притягивается потом. Das Ähnliche zieht das Ähnliche an. Если у него что-то уже есть, оно притянется. Wenn jemand schon in sich sowas Ähnliches hat, wird er das auch anziehen. Aber wenn ich das weiß, wäre es doch sinnvoll, in ein Umfeld zu gehen, wo die Menschen positiv sind und positiv, liebevoll miteinander umgehen, reden, schön Musik machen oder was auch immer, dann würde ich dadurch ja gesünder werden. Да, это очень хорошо. Да, это очень хорошо. Ja, das ist sehr gut. Но не всегда есть возможность куда-то уйти. Aber nicht immer gibt's die Möglichkeit, irgendwo zu gehen, zu И нужно помочь себе здесь. Aber ich kann es doch dann bestimmen, auch in meinem Umfeld, je nachdem, was ich sage, wie ich rede, verbreitet sich das in meinem Umfeld.
поле это тогда распространяться? Тут можешь взять на это влияние? Может быть влияние, но можно и защиту сделать. Einfluss wird, wenn man sich so entschieden hat, aber kann man auch einen Schutz aufbauen. Видите, у каждого человека есть свои любимые слова. Denn jeder Mensch hat seine Lieblingswörter. Который он может их произносить, прогоняя энергетику мысленно по телу. Indem man diese Wörter ausspricht, auch gleichzeitig die Energie durch den Körper fließen lassen. И зажигая свой светильник внутри. Und dadurch das innere Licht anzünden. Этот светильник будет отталкивать все, что не нужно ему. Und dieses innere Licht, diese Leuchtung, der innere Leuchtung wird das, was der Mensch nicht braucht, einfach absondern. Und ist bei jedem Menschen das, sind das andere Worte, andere Klänge? Können Sie jemandem sagen, das ist ein gutes Wort oder ein guter Klang für dich oder das ist ein schönes Lied für dich? Im Prinzip, Бог плохих слов не создавал. Im Grunde genommen, Gott hat keine schlechten Worte geschaffen. У нас это выражено в эмоциях и чувствах, которые мы воспринимаем. Das äußert sich bei uns durch Emotionen und Gefühle, wie wir das empfinden. Главное, что я вложу в слово. Wichtig ist, was ich selber in dieses Wort reinlege. И вот это влияет. Und das nimmt Einfluss auf uns. Через то можно просто произносить слово «люблю». Deswegen kann man einfach das Wort «Liebe» sagen. Но зажигая в этот момент свое сердце. Und aber währenddessen auch das Herz entflammen lassen. То я создаю энергетический кокон, dann schaffen wir energetischen Kokon, который будет согревать и меня, и других людей вокруг und das себя. Wird sowohl mich als auch die Menschen um mich herum erwärmen. Кроме того, нужно часто дарить на ментале людям подарки. Außerdem sollte man auf der Mentalebene öfter den anderen Menschen Geschenke tun. Вот я обнаружил, что в словах постоянно подарки. Alexander hat bemerkt, dass oft in den Wörtern befinden sich Geschenke. Вот если у человека с кем-то не складывается взаимоотношения. Wenn bei jemandem zum Beispiel die Beziehung nicht funktioniert. Просто мысленно подарить, например, женщине букет цветов. Dann kann man zum Beispiel in Gedanken der Frau einen Blumenstrauß schenken. Мысль уже работает. Und der Gedanke arbeitet schon. Кроме того, мысль это быстрее всего, что только может быть в свете. Außerdem ist der Gedanke der schnellste auf der Welt, was es schnell sein kann. Und es kommt an. И это придет. Да, и она получает это уже на ментале. Und der Mensch oder diese Frau zum Beispiel bekommt das schon auf der mentalen Ebene. И вот так многие люди, которые я так советовал поступать, они исправляли свою ситуацию в взаимоотношении с другим человеком. Viele Menschen, denen Alexander das empfohlen hat und die dem befolgt haben, haben ihre Lebenssituationen korrigiert zu besseren. Но самый мощный инструмент у человека – это его имя. Das mächtigste Werkzeug bei den Menschen ist sein Vorname. Раньше имя менялось несколько раз, давалось на протяжении жизни человека. Früher hat man öfter im Laufe des Lebens dem Menschen anderen Namen gegeben. И по мере взросления менялось имя. Und je erwachsener war der Mensch, da hat man dann den anderen Namen gegeben. Bei mir ist es ja so, zum Beispiel, ich bin eigentlich Johannes Konrad, aber ich habe irgendwann den Joe Konrad draus gemacht, oder es hat sich entwickelt. Und ich habe mal Namensnumerologie gemacht. Und es war sehr interessant, dass der Johannes Konrad andere Eigenschaften hat als der Joe Konrad. Und es passt sehr viel mehr heute zu mir als der Name, den ich als Kind hatte. Das ist richtig, das ist richtig so. Пока мы сюда ехали, так, als wir hierher gefahren sind, я в машине сделал анализ ваше имени и фамилии. Александр hat im Auto die Analyse von ihren Namen und Vornamen gemacht. Вручную, mit der Hand hat er на коленке. So auf seinen Knien hat er geschrieben. Оказалось, да, у вас вот это Джо Кондра, так это самое мощное такое влияние, которое может оказывать. Also der Name Джо Конрад, das ist der mächtigste Einfluss, was ihre Person
aussenden kann. И у каждого человека можно посмотреть, и в чем он будет силен, а в чем слаб. Bei jedem Menschen kann man schauen, in welchen Aspekten wird schwach, in welchen stark. Но самое интересное рисуется образ. Und interessant ist, dass wenn das Bild entsteht, который можно использовать, когда материализовать его в виде рисунка, например. Kann man das dann auch benutzen? В виде оберега или талисмана. Als Schutzmittel oder als Talisman. То есть это имя нарисовал себе, например, в карман положил листочек. Also zum Beispiel den Namen hat man aufgezeichnet als Bild, hat sich in die Tasche im Hemd gelegt und trägt das als Talisman oder Schutzmittel. Können Sie jetzt, also wenn jemand so eine Analyse haben will, kann man das? Sie sind ja in der Ukraine oder Russland oder wo leben Sie? Kann man das per Skype machen, im Online machen oder irgendwie? Ich denke, dass vielleicht viele Zuschauer jetzt denken, oh, ich möchte gerne etwas über mich erfahren. Но мы вот познакомились с Ириной в Полтаве на конференции. Wir beide, also Alexander und ich, wir haben uns bei der Konferenz in der Ukraine kennengelernt. Оказалось, что у нас общие интересы. Он hat sich herausgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Как помочь человеку быть развитым и здоровым? Wie kann man dem Menschen helfen, seiner Entwicklung helfen und dass gesund ist? И вот она часто бывает мне помогает и консультирует людей, например, в Германии, Австрии. Und wir also durch mich oder durch die Umstände, wie der liebe Gott so führt, dass die Menschen wenden sich an Alexander und wir beide dann schauen, auch Österreich und Deutschland, dass wir über Skype dann den Menschen sozusagen Einblicke verschaffen können. То есть это можно, но самое лучшее, если человек сам научится. Но besser ist es, wenn man selber das lernt zu machen. Это не такая сложная система. So schwierig ist es nicht. Naja, wenn man jetzt keine kyrillischen Buchstaben kennt, kann man das lernen? Если не знаешь кириллические буквы, а как же быть другим? Да, с одной стороны, это как бы препятствие, но это не сильное. Einerseits ist es Hindernis, но это не сильное препятствие. Aber es ist keine starke Hindernis. Also man kann das lernen. Это можно учиться, Werden Sie, wenn Interesse besteht, auch Seminare machen in Deutschland? Это можно в Германии Seminare. Да, можно, в принципе, если желание будет, то. Ja, natürlich kann man, wenn der Wunsch besteht, kann man das machen. И где-то как минимум неделю нужно с людьми поработать, и они, в принципе, начнут это делать. Ungefähr eine Woche braucht man, das Ganze zu beherrschen, dann kann man das selber anwenden. Ведь я не работаю с языком, я работаю со звуками. Александр arbeitet nicht mit den Sprachen, arbeitet mit den Lauten, wie das klingt für das Ohr. Also egal, welche Sprache, ist nicht wichtig. То есть все равно какой язык. Да, без разницы, хоть марсианский. Also die Sprache, das, auch марсианische Sprache kann man hier nehmen. Okay. Главное, чтобы звук был. Hauptsache, dass das klingt, dass man den Laut hört. Правда, маленький нюанс. Wieder Kleinigkeit. Используется украинский алфавит. Man sollte das ukrainische Alphabet dabei haben. И оказалось, что в украинском языке как слышу, так и пишу. Wieso ukrainische Sprache, das, wie man spricht, so schreibt man. И образ полностью соответствует тому, что я произношу. Und die Bilder der Wörter entsprechen genau dem, was man ausspricht. Если я кажу звук А, то он и рисуется A, такой буквой. Dann schreibt man auch A. Если я говорю буква R, то она так и рисуется. Wenn er R spricht, dann spricht das auch R. Расскажите про R, Александр. Особенно, если я на R указал букву, так R – изумительная буква. Übrigens, R – das ist ein bewundernswerter Buchstaben. Ее в природе нет. In der Natur gibt es den Klang nicht. Ее специально создано под человека. Diesen Klang, diesen Laut, dieser Laut wurde extra auf den Menschen angepasst, geschaffen. Gott hat diesen Laut, diesen Buchstaben geschaffen für den Menschen, damit der Mensch sein Bewusstsein strukturieren kann. Вот человек, когда у человека что-то не ладится, он не может решить задачу какую-то. Und wenn bei dem Menschen irgendwas nicht so läuft, wie will und kann die Aufgabe nicht lösen, то он может где-то уединиться. Dann kann irgendwo für sich Platz suchen, wo alleine ist. И просто в волю порычать. Und genügend dort
knurren, also rrr aussprechen. Выбрасывая весь негатив, который накопился у него. Und dadurch wird auch die negative Emotion den Menschen verlassen, der befreit sich dadurch. В этот момент происходит очистка нашего сознания. In diesem Augenblick geschieht die Reinigung des Bewusstseins. Из подсознания первичная программа, как бы клише, накладывается на сознание. Und dann aus dem Unterbewusstsein Ursprungsprogramm kommt hoch und wie wenn mit dem Bewusstsein sich verbindet. И человек чувствует себя как новая копейка. Und der Mensch fühlt sich wie der neue Cent. Oh. Okay. Also ich merke, es ist sehr viel Wissen da. Wir können jetzt nicht alles in diese Sendung packen. Gibt es eine Homepage? Есть у вас какая-то страничка? Но у меня страничка нет, я работаю в Skype. Über Skype arbeitet meist Alexander. У меня личный прямой контакт как бы с людьми. Er hat direkten Kontakt so mit den Menschen über Skype. Findet man jetzt also Alexander Ponomarev unter Skype auch? Да, в Skype я называюсь Числоводар. In Skype heißt er Числоводар. Vielleicht können wir das einblenden. Über die www kann man anschauen. Job. Ja, das, okay. Okay. Числовода. Okay. Числовода at Рамла RU. Russland. Да. Okay, das werden wir einblenden, weil das ist nicht so leicht. То есть можно, но если как бы не владеющий русским языком, конечно, будет тяжело. Natürlich kann man, aber wer Russisch nicht sprechen kann oder Ukrainisch, wer für die Menschen dann spricht, zu kommunizieren. Но есть еще, я еще один хочу звук. Уже как про звуки начал говорить. Сказать еще один звук. Noch über einen Laut sprechen, weil über R angefangen hat zu sprechen. Это звук буква I. Das ist der Buchstabe I. Это удивительная буква. Das ist ein wunderbarer Buchstabe. Если на человека посмотреть, то он похожий на эту букву I. Wenn man den Menschen anschaut, der sieht selber wie der Buchstabe I aus. Вот тело это головка. Das ist der Körper und das ist der Punkt über dem I. И вот если человек научится правильно произносить эту букву «и», он может себе много чем помочь. Wenn der Mensch lernt, korrekt diesen Buchstaben auszusprechen, kann man sich viel damit helfen. Как оказалось из анализа, буква «и» помогает нам снять все блоки, которые мы накапливаем на органах. Die Analyse zeigt, dass mit dem Buchstaben «и» kann man alle Blockaden lösen, die auf die Organe sich niedergelassen haben. И когда человек произносит букву «и», закрывая уши ладошками. Und wenn man «и» ausspricht, indem die Hände auf die Ohren gelegt werden, он накачивает звуковую волну. Dann wird die Klangwelle wie aufgeladen im Kopf. Und indem man gedanklich auf die problematischen Organe die Energie schickt, kann man auf diese Art und Weise dem Organ helfen. Но это нужно делать на одном дыхании. Aber das musste man mit einem Atemzug machen. То есть звучит, и потом диафрагмой выбросить воздух остаток воздуха. Erstmal spricht man den Buchstaben I aus, so lange wie man kann, und dann zum Schluss mit Diaphragma stößt man den I über Scheitelchakra raus. Обязательно диафрагмой. Unbedingt mit Diaphragma. Не телом. Nicht mit dem Körper. В этот момент происходит, как бы эта диафрагма отвечает за нас, за настоящее. Und Diaphragma ist verantwortlich für die Gegenwart. Тот, что ниже диафрагмы, это прошлое. Was unter dem Diaphragma fällt, ist die Vergangenheit. А тот, что выше, это Und будущее. Was oben, das ist die Zukunft. И вот мы выбрасываем весь мусор, Und как den бы den gesamten будущее. Müll darf man sozusagen in der Vergangenheit rauswerfen, lassen. Aus der Vergangenheit rauslassen. Происходит очистка и очень эта буква хорошо помогает себе. Also geschieht dadurch die Reinigung, man kann sich so helfen. Кроме того, вы спрашивали, как буквы распределяются. Вот у меня такой человечек есть. Also, Sieht ein bisschen aus wie ein Strickmuster, ist aber wahrscheinlich jetzt was, was anderes. То каждое слово имеет свою букву на своем теле. Свою точку. Каждая буква имеет свою... Ich zeige das vielleicht nochmal, also wie das sowas, es machen Sie so einen Bogen von jedem? Ну, у меня в компьютере она немножко по-другому. Ach so, gut. Im Computer sieht ein bisschen anders aus. Also jeder Buchstabe als die Ziffer findet sich in dem Körper. Ja, und da haben wir den Körper, okay. Да, вот это как органы, соответствует цифр органы. Die Organe, die Ziffer als Organe.
Also ich verstehe im Moment nur Bahnhof, aber es klingt sehr spannend. Und ничего не понимаю. Ну да, это тяжело. Und ich hoffe, dass wir neugierig gemacht haben auf das Wissen, was Sie haben, und dass sich viele Menschen aus Deutschland auch dafür interessieren werden für diese Forschung. Denken Sie, die Forschung ist schon abgeschlossen oder ist da noch sehr viel zu erforschen? Нет, это бесконечно. Das ist unendlich. Das kann man unendlich forschen. Слово миллиарды миллиардов. Это миллиарды von миллиарды Wörter. И каждое слово нужно изучить. Und jedes Wort sollte man erforschen. И у каждого народа слова несут какие-то вибрации, они не случайно созданы. Und jedes Volk, die Wörter von jedem Volk haben ihre eigene Schwingungsfrequenz. Вот я прорисовал на украинском языке название цифр. Auf der ukrainischen Sprache die Namen für die Ziffer. Оно немножко другую как бы философию показывает. Die bieten ein bisschen andere Philosophie. Хотя то же самое яйцо, человек, в принципе, то же самое. Obwohl findet man dort auch den Menschen, die Entwicklung des Menschen. А с немецкой слова, там как бы еще дополнение к тому появилось. In der deutschen Aussprache der Ziffern, da ist so wie Ergänzung zu dem, was in der ukrainischen Sprache ist. Они друг друга дополняют разные языки. Also die beiden, die Sprachen, die verschiedenen Sprachen, die ergänzen sich gegenseitig. Deswegen hier ist ein Anfang ohne Ende. Sehr spannend. Ich hoffe, dass es sehr viel Interesse gibt und Austausch geben wird und dass Menschen das weiter erforschen werden. Das klingt sehr spannend. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und dass Sie irgendwann mal wiederkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Alexander und Irina, für die tolle Übersetzung. Vielen Dank. Danke.